Hi, ich heiße dich herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist jetzt schon eine ganze Weile her, dass das letzte Video erschienen ist. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass du jetzt gerade dabei bist. Es geht um ein spannendes Thema, nämlich das Thema Vision Board. Und bevor du jetzt sagst, alter Schuh, es geht nicht um ein statisches Vision Board, wie du es hier siehst, sondern um ein digitales, um ein Mind-Movie, wie Dr. Joe Dispenza das Ganze ausdrücken würde. Was ein virtuelles, digitales Vision Board ist, wie das Ganze funktioniert, das erfährst du in diesem Video. Viel Spaß! Schön, dass du dran geblieben bist. Ich freue mich, dir wirklich ein spannendes Thema vorzustellen, was mir selber gerade erst vor kurzer Zeit begegnet ist, aber ich so begeistert davon bin, dass ich dachte, ich erkläre dir gleich mal, worum es hier geht. Die Idee kommt aus diesem Buch Werde übernatürlich, Being Supernatural von Dr. Joe Dispenza. Und zwar heißt das Kapitel in dem Buch Mind Movie Kaleidoskop. Ich fand den Titel schon mal sehr spannend. Was ist ein Mind Movie Kaleidoskop? Ich hatte tatsächlich schon eine Idee und es ging auch in die Richtung, denn es geht um den Film in deinem Kopf und zwar die Weiterentwicklung des Vision Boards zu einem Mind Movie. Okay, wir springen vielleicht nochmal einen Punkt zurück, einen Schritt, wenn du es noch gar nicht weißt, was ist eigentlich ein Vision Board? Drei Sätze zum Vision Board. Du siehst es hier, ein Vision Board. Das ist mein Vision Board, relativ groß. Ganz viele Bilder, Sprüche, Texte, worum sich mein Leben drehen soll in der Zukunft. Es gibt Bilder, die haben schon stattgefunden, wie hier von meiner Familie. Sachen, wo... Also, warte, wir springen zurück. Es geht um eine Vision. Es geht um ein Bild in der Zukunft, wo du hin möchtest. Eine Ausrichtung, im Endeffekt ein Leuchtturm für deinen Geist. Ihr kennt vielleicht Affirmation, das ist, wenn man so Wörter und Sätze wiederholt, wie ich bin glücklich, ich bin dankbar, ich bin erfüllt, ich bin reich. Das ist auch, damit bringst du deinen Geist schon in eine gewisse Richtung. Die Weiterentwicklung war im Endeffekt das Vision Board, wie ihr das hier seht. Wie gesagt, mit Bildern, Texten, Sprüchen, dort wo ihr hin wollt. Und der nächst spannendere Schritt, oder was heißt spannender, vielleicht einfach die logische Weiterentwicklung, ist das sogenannte Mind Movie. Was ist jetzt ein Mind Movie? Im Endeffekt ist jeder Film, den du da draußen siehst, ein Mind Movie. Nämlich, du siehst einen Film und der läuft in deinem Kopf ab. Dr. Joe Dispenza geht so weit in seinem Buch, dass er sagt, wenn du nicht willst, dass das, was in einem Film gezeigt wird, zu deiner Realität wird, dann schau diesen Film nicht. Und wir sprechen hier von Nachrichten, wir sprechen hier von Action, Kriegsfilmen, Dramen. Also alles das, von dem du nicht willst, dass es zu deiner Realität wird, ziehst dir nicht rein. Ziehst dir nicht rein. Du kreierst ein Bild in deinem Kopf und du ziehst es auf natürliche Weise an. Wie das Ganze funktioniert, wie wir das wirklich mit elektrisch-biochemischen Signalen anziehen, steht alles genau in diesem Buch. Das ist jetzt, würde den Rahmen sprengen, aber es ist wirklich eine total logische, eine total naturwissenschaftliche Erklärung, warum wir Dinge, die wir im Außen sehen, anziehen. Das heißt, und hier drehen wir den Prozess im Endeffekt um, wir kreieren uns unser eigenes Bild, unsere eigene Vision, unseren eigenen Film davon. Ich zeige dir gleich auch mal ein paar Ausschnitte aus meinem Mind Movie, dass du ein Gefühl dafür kriegst. Das Ganze startet mit einem Kaleidoskop. Kaleidoskop, jetzt denkst du vielleicht, da kenne ich doch was aus der Kindheit, diese Dinger, wo man das so gedreht hat und diese Formen und Muster sich in symmetrischen Farben dargestellt haben und verändert haben. Das ist ein Kaleidoskop und das verwenden wir auch, um unser Unterbewusstsein zu öffnen. Ich zeige dir mal ganz kurz, wie so ein Kaleidoskop aussieht. Du siehst, wie das so pulsiert und aufgeht und wenn du jetzt einfach mal 6 Minuten, machen wir jetzt nicht, aber 6 Minuten darauf starren würdest, beziehungsweise nicht mal starren, sondern mit einem offenen, weiten Gewahrsein dir das Kaleidoskop reinziehst, dann öffnet sich die Tür zu deinem Unterbewusstsein. Und deswegen ist es so spannend, vor deinem Mind-Movie ein Kaleidoskop zu schalten, das einfach erstmal dein Unterbewusstsein richtig, richtig weit aufmacht. Dazu gibt es noch einen coolen Sound darunter, gibt es ganz viele mittlerweile bei YouTube, wirklich gute Sounds, um die Frequenzen in deinem Gehirn anzuregen. Und dann startet im Endeffekt das Mind-Movie. Wie funktioniert das jetzt? Im Endeffekt,
du brauchst halt Bilder, du brauchst vielleicht sogar Filmausschnitte aus bestimmten Filmen, die dich begeistern. Das können Spielfilme sein, das können Dokumentationen sein, das können naturwissenschaftliche oder Naturaufnahmen sein, wenn du beispielsweise reisen willst. Also du kannst zu einem bestimmten Thema ein Mindmovie erstellen. Das kann deine Beziehung sein, deine Finanzen, deine Gesundheit, deine Fitness und all das, was du im Endeffekt anziehen möchtest, packst du in dieses Mindmovie rein. Ich zeige dir hier gerade mal einen Ausschnitt aus Mindmovie, aus meinem Mindmovie, der Anfang halt mit dem Kaleidoskop und dann Bilder und Texte, Sprüche und das Wichtige ist natürlich auch der Soundtrack, der darunter liegt, also eine Musik, die dich inspiriert, die dich anhebt, die dich begeistert, die dich öffnet für neue Erfahrungen, für neue Bilder, so dass du, das ist dann schon wieder die Abkürzung, irgendwann nur noch die Musik hören musst und der Film in deinem Kopf automatisch abspielt. Ich habe mir hier so eine Musik drunter gepackt, die mir einfach sehr gut gefällt. Guck, dass du eine hast, die cool ist für dich. Vielleicht noch so zwei, drei Hinweise. Wann sollte man so ein Mindmovie schauen? Früh und abends. Warum? Weil da dein Unterbewusstsein besonders offen ist. Am Morgen, du kommst gerade aus dem Schlaf, wenn du dir da diese Bilder reinballerst, und ich sage jetzt wirklich reinballerst, das geht direkt rein ins Unterbewusstsein. Deswegen wähl deine Bilder, deine Töne, deine Videoausschnitte mit Bedacht aus. Es geht einfach rein. Du bist noch so offen, gerade wenn du vielleicht noch das Kaleidoskop vorher siehst, bist du noch so halb verpennt und siehst das Kaleidoskop und dann da mitten rein. Dasselbe Spiel am Abend. Dein Körper fährt schon langsam runter, vielleicht hast du sogar eine kurze Meditation gemacht und ziehst dir dann nochmal dein Mindmovie rein. Und jetzt gibt es noch einen kleinen Special von mir, den ich eigentlich durch Zufall für mich entdeckt habe. Denn mein lieber Papa hat mir zu Weihnachten eine, wie nennt es, 3D-Brille geschenkt. Also so eine Virtual Reality-Brille. Und wartet mal, da bin ich wieder. Und hinzu kommen ein paar Kopfhörer. So, und jetzt wird es echt heiß. Du nimmst dein Handy, steckst das hier an der Seite rein und, also die Erklärung wird jetzt ein bisschen weit führen. Du hast mit YouTube eine coole Möglichkeit, dein Video hochzuladen und dann in einem Cardboard-Modus wiederzugeben. Cardboard heißt, dass du es mit dieser Brille sehen kannst. Und das sieht jetzt gleich echt funky aus, denn ich sitze tatsächlich dann abends so da, mit meiner Brille, mit meinen Kopfhörern und dann gehe ich voll in diese Realität rein. Das sieht jetzt vielleicht für dich spooky aus, ist aber mega effektiv, ist mega cool und du erschaffst deine Zukunft. Du erschaffst deine Zukunft, du erschaffst deine Virtual Reality, es sieht wirklich spacey aus. Aber wir bewegen uns in diese Zeit. Wir bewegen uns in diese Zeit, wo wir einfach lernen dürfen und müssen, unser Hirn selber zu programmieren, die Bilder dem zu geben, wo wir hinwollen. Oh, ich gucke gerade immer mein Mikro abdecke, nein. Und einfach wirklich Zukunft zu erschaffen. Der liebe Dr. Joe Dispenza geht in seinem Buch nochmal sehr ausführlich darauf ein, wie das funktioniert, dass wir halt Zukunft kreieren. Weil die meisten Menschen leben einfach das vergangene Leben, was ja irgendwie logisch ist. Wir haben gewisse Erfahrungen gemacht, wir haben gewisse Bilder und Assoziationen in unserem Kopf und meist reproduzieren wir das immer wieder. Und die Kunst ist es jetzt zu sagen, okay, das ist meine Geschichte, das ist meine Vergangenheit, wo will ich hin? Vision Board, wo will ich hin? Und sich das wirklich zu vergegenwärtigen. Oh ja, ich will einen Wohnwagen mal haben, ich will viel meditieren, ich will, keine Ahnung, mit Gott verbunden sein, whatever. Und das zu erschaffen und diese Zukunft dann in dein Leben zu ziehen. So ihr Lieben, ich hoffe, ihr habt einen Eindruck davon bekommen, was ein Mindmovie ist. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Unterstützung braucht, wenn ihr einfach mit mir in Kontakt treten wollt, dann schreibt mir gerne eine Nachricht. Hier unter dem Video ist auch meine E-Mail-Adresse, beziehungsweise ihr könnt es ja auch in die Kommentare packen, wenn du Fragen dazu hast. Vielleicht haben die anderen auch die Fragen dazu. Ansonsten steht in diesem Buch nochmal sehr ausführlich, was ein Mindmovie ist. Es gibt sogar mittlerweile eine Startup, ich glaube Startup ist es mittlerweile gar nicht mehr in den USA, die sich auch auf Mindmovies spezialisiert haben. Der Vor- bzw. Nachteil daran ist, du hast halt vorgefertigte Bilder und es sind halt meistens Bilder, keine Filmausschnitte. Und du musst, naja, ein bisschen mit deinem Rechner umgehen können, um dir das selber zusammenzustellen.
Wenn nicht, wie gesagt, ruf mich gern an, ich gebe dir ein paar Tipps dazu. Ich kann dir auch gern so ein Ding erstellen, da finden wir einen coolen Deal, so dass du einfach dein eigenes Mindmovie erstellen kannst. Ich finde es wirklich mega, mega geil. Okay? Danke, dass du das Video angeschaut hast. Wenn es dir gefällt, natürlich kannst du es gerne teilen oder liken. Ich finde es mit diesem Liken hier, drück hier zum Liken, finde ich ein bisschen doof. Aber es hilft tatsächlich, damit das andere auch finden. Und ich wünsche dir jetzt einfach viel Spaß, schönen Tag mit deinem Mindmovie und bis bald. Ciao.